Hey, letztes Jahr haben wir uns ein 20 Jahre altes Wohnmobil umgebaut, um Vollzeit darin zu leben. Mal wieder ein Regentag. Wer hätte es gedacht? Ich habe mir heute Morgen hier eine komplett nasse Jogginghose über meine Jeans angezogen, damit die Jeans nicht auch noch nass wird. Meine Schuhe sind komplett nass, deswegen habe ich hier die löcherigen Vans an. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie sich meine Füße anfühlen, aber es gibt Grund zur Hoffnung, denn es soll nur noch heute und morgen regnen und dann sind wir hoffentlich für den ganzen Winter durch mit diesem Regen. Hoffentlich. Ziehst du einmal zwei Hosen an und schwitzt den Arsch ab, ohne dass es regnet. Okay. Wer heute ein spannendes Video erwartet, der ist hier, glaube ich, an der falschen Stelle. Heute und morgen sind die letzten beiden Regentage. Und mittlerweile wissen auch wir nicht mehr, was wir machen sollen. Wir werden die zwei Tage, bis die Sonne wieder scheint, jetzt einfach aussitzen. Ich kann nämlich wirklich keinen Regen mehr sehen. Schau mal, die haben so zwei Punkte. Kleinschuss? Ich denke schon. Ah. Kann man hier parken? Schaut schwer aus, hier einen Parkplatz zu finden. Hier kann man mit der Gondel auf den Berg fahren. Da gibt's auch keiner, ne? Alter. Dadurch, dass es hier so bergig ist, war es jetzt der zweite Supermarkt, den wir angefahren haben. Beide hatten keine Parkplätze für uns. Schwer. Alter, ist so steil hier. Ich muss jetzt irgendwo auf Google Maps einen Supermarkt mit mehr Parkplätzen finden. Alle guten Dinge sind drei, oder Jess? Hier finden wir was. Hagelneuer Aldi, gell? Ja. Wie habe ich ihn da? Ach ja, Regen. Frühstück heute mal auf dem Aldi-Parkplatz. Eigentlich ist es schon nach 12. Frühstück kann man es auch nicht mehr nennen, aber ich habe jetzt so Hunger, keine Lust weiterzufahren. Ich bin hier in Spanien echt auf den Geschmack von den Tortillas gekommen. Es geht super schnell und schmeckt richtig gut. Ich habe hier gerade entdeckt, dass durch den ganzen Regen und die Feuchtigkeit die Dichtungen hier langsam schimmeln. Komplett hier entlang vom Gummi. Aber Gott sei Dank nur am Gummi entlang. Ich mache das jetzt schnell weg, dann ist es direkt an der Küche und ich glaube nicht, dass es so gesund ist. Muss ich einwirken lassen? Nein. Ha? Nein. Ich würde sagen, den größten Teil habe ich wegbekommen, aber es gibt immer noch Stellen, die nicht weggehen. Falls jemand von euch schon mal das gleiche Problem hatte und mir sagen kann, wie er es gelöst hat, wäre ich da wirklich dankbar für. Im Zweifelsfall könnte ich hier aber auch die ganze Dichtung rausnehmen, das ist schon mal gut zu wissen. Ich weiß nicht, ob es hier in der Gegend liegt oder ob es ein Problem mit Google ist, aber ich werde zurzeit wirklich jeden Tag falsch irgendwo hingeschickt. Mittendrin rechnet sich das Programm irgendwie was Neues aus und mein Ziel ist wo komplett anders. Zwar nicht komplett anders, aber im Umkreis von 5-6 Minuten. Super nervig. Und jetzt muss ich anscheinend warten. LKW-Abladung. Ist doch nicht sein Ernst, oder? Hinter mir stehen schon 5 Autos. Wir stehen jetzt wirklich schon 12 Minuten da beim Abladen. Gerade gab es auch schon einen spanischen Fight. Hier war gerade so ein alter Opa, der schon gemeint hat, kann er nicht machen. Ja, wenn man im Urlaub ist, dann ist alles ein bisschen entspannter. Ich habe kein Problem. Prohibido acampar, camping prohibited. Ja, ich denke, da dürfen wir durch.
Oh, schaut mal, hier haben die einen Grill gebaut aus so einem alten Aluminiumboot. Geil. Oh, was ist denn das für ein Stock? Lulle! 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 Kein Interesse. Oh. Das gibt's doch nicht. Hier wurde ein ganzer Fisch angespült, aber ich kann euch leider nicht sagen, was das ist. Ach du Scheiße. Ich dachte mir, ich mache mir schnell Nudeln. Keine Arbeit, kein Dreck. Jetzt ist der ganze Bus voll mit Nudeln. Nach der Mittagspause geht's jetzt noch mal weiter. Ihr werdet wirklich überrascht sein, wo es für uns hingeht. Heute enden wir den Tag mal da, wo er angefangen hat. Ich glaube, das gab es auch noch nicht. Oder auf jeden Fall schon lange nicht mehr. Genau da waren wir gestanden. Ja, eine kleine Runde im Kreis gefahren heute. Wenigstens hat die Batterie wieder aufgeladen. Und ich verspreche euch, das ist die letzte Nacht, die wir hier übernachten werden. Heute auf dem Menü ein Kartoffel-Paprika-Eintopf, der wird sehr gut schmecken. Mmh.